Es sollte ein großer Tag für die deutsche Demokratie werden. SPD und Grüne wollten am Donnerstag im Bundestag darüber abstimmen lassen, alle Abgeordnetennebeneinkünfte offenzulegen. Wie Per Steinbrück dies getan hatte, nach heftigen Angriffen von CDU und FDP. Doch so viel Transparenz war der Koalition dann plötzlich doch zu viel. Herr Fricke, ja? Wie halten Sie es denn jetzt bei der Abstimmung für Nebeneinkünfte für Abgeordnete? So wie das von der Fraktion auch beschlossen worden ist. Warum sind Sie gegen den Antrag der Grünen? Nee, weil wir in der Fraktion einen anderen Beschluss gefällt haben und ich mit der demokratisch mitstimme. Aha, so geht also FDP-Demokratie. Und bei der CDU? Herr Steffer, sind Sie denn gegen mehr Transparenz? Herr von Essen? Ja, danke. Guten Tag, Herr Dobrindt. Guten Tag, Herr Riesenhuber. Sind Sie auch für mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten? Also ich habe mir eine Sache zum Grundsatz gemacht. Ich halte mich an die Vorschriften. Ja. Aber ich diskutiere nicht drüber. Und zwar aus dem sehr schlichten Grund, wenn man betroffen ist, ist die Diskussion erschwert. Klar. Gehört der CDU-Minister AD doch zu den 10 Top-Verdienern im Bundestag mit mindestens 380.000 Euro. Auch der stellvertretende CDU-Fraktionschef Michael Fuchs, hier links im Bild, ist mit mehr als 155.000 Euro gut im Geschäft. Sie selber verdienen ja auch relativ viel nebenher. Wann kippt das denn sozusagen? Wann kann man denn sagen, dass man nicht mehr weiß, was man Steinbrück danach. Wie ist es bei Ihnen? Fragen Sie doch Herrn Steinbrück. Ich habe das geschafft. Ich habe immer mehrere Tätigkeiten ausgeübt, auch als Unternehmer. Verdienen Politiker zu schlecht? Ich habe noch nie so wenig verdient wie jetzt. Steinbrück, Peer Steinbrück, der hatte doch gerade erst alles offengelegt. Egal. Die Koalition lehnt am Donnerstag den Antrag auf mehr Transparenz ab. Herr Hinze, warum haben Sie denn jetzt gegen die mehr Transparenz bei den Nebentätigkeiten gestimmt? Herr Hinze, sind Sie gegen mehr Transparenz? Herr Minister, warum sind Sie denn gegen mehr Transparenz bei den Nebentätigkeiten? Was? Lesen Sie das Trostberger Tagblatt? Da steht das Gegenteil drin. Aber Sie haben doch jetzt das hier. Sie haben doch jetzt dagegen gestimmt. Bei was? Stellt sich der Minister einfach nur blöd? Letzter Versuch bei der Chefin. Wir haben Frau Bundeskanzlerin. Warum haben Sie denn jetzt gegen mehr Transparenz bei den Nebentätigkeiten gestimmt? Naja, man ist schon für mehr Transparenz. Aber eben nur bei den anderen.